Tja, liebe Fernsehzuschauer, wenn es etwas gibt, was große Pferde und große Politiker verbindet, dann das Wissen darum, wann es an der Zeit ist, einfach mal zu stehen. Immer, wenn es drauf ankam, stand die FDP. Ja, sagen wir ja. Standfestigkeit ist wichtig. Nehmen Sie nur mal die Frauenministerin Schröder. Also, ich muss Ihnen offen sagen, dass ich gegen Quoten ohnehin selten für den Stein der Weisen halte. Jo, schon 2010 gilt, dass sie gegen Quoten ohnehin selten für den Stein der Weisen halte. Aber 2011 fordern der Spiegel und Oberemanze Ursula von der Leyen plötzlich eine Frauenquote. Und deshalb schlage ich eine flexible Quote vor, quasi eine Pflicht zur Selbstverpflichtung. Eine Quote also, bei der die Männer entscheiden dürfen, wie viele Frauen sie reinlassen. Ja, geniale Idee. Standhaft zeigt sich auch Verbraucherschutzministerin Aigner bei der Aufklärung des Futtermittelskandals und macht Peter Bläser zu ihrem Staatssekretär. Denn wer könnte wohl einen Futtermittelskandal besser aufklären als Peter Bläser, bis vor kurzem Aufsichtsratschef eines großen Futtermittelherstellers. Ja, und die FDP? Naja, die FDP steht zu ihrem Steuersenkungsversprechen. Als der Wolfgang Schäuble sich beispielsweise weigerte, die Bürger um sagenhafte 2,90 Euro zu entlasten, da stand die FDP. Und zwar wie eine Mauer. Denn schon 2009 als Oppositionspartei hatte sie klargestellt: Monatlich 3,10 Euro an Steuersenkungen. Das ist eine Currywurst mit Mayo ohne Pommes. Nur eine Currywurst mit Mayo, aber ohne Pommes gab es für die 3,10 Euro der Großen Koalition. Doch jetzt gibt es 2,90 Euro von der FDP. Eine Currywurst mit Mayo, ohne Pommes und, naja, auch ohne Mayo. Ist ja auch viel gesünder.